Hier bringe ich dir einen Rekruten. Der Flüchtling Brodolf möchte mit euch gegen die Orks kämpfen. Nebenbei gesagt, er ist ein guter Kämpfer. Dann ist er uns herzlich willkommen. Wir brauchen gute Kämpfer, wenn wir die Orks vertreiben wollen. Sehr gut, wir können jeden Mann brauchen. Für den... So. Brodolf wird fortan für die Rebellen kämpfen und sie unterstützen. Ansonsten habe ich keinen mehr entdeckt. Nico ist hier, Degen hat es hier, Adrian ist quasi hier. Brodolf. Ich kann Gorn noch fragen, das habe ich gar nicht gemacht, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es ihn interessiert. Bezüglich... der Ork-Besatzung von Gotha konnte ich nicht fixen. Ja, warte mal, warte, da war es doch eigentlich. Hier. Konnte ich nicht fixen? Ging nicht? Dementsprechend machen wir jetzt einfach mal weiter. Nope, nichts zu sagen. Nope, nichts zu sagen. Ich habe auch ein paar Quests entfernt. Keine Ahnung, wann die tatsächlich aus dem Questlog verschwinden. Ah, manche sind schon verschwunden, sehe ich gerade. Nicht alle, aber manche. Untote im Wald und Untote in der Burg sind zum Beispiel schon verschwunden. Interessant. Überlebende in Vanguard, Orks in Vanguard. Ork-Besatzung von Gotha. Das kriege ich einfach nicht weg. Die Rebellen von Faring, keine Ahnung, kriege ich auch nicht weg. Jokers Verfolger muss ich dann noch wegmachen. Ich könnte mal wieder mit Söden plaudern, theoretisch. Muss ja jetzt nach Nordmar, das wäre der nächste Schritt. Erzclan. So, so, so. Mal wieder eine kleine Plauderstunde mit Sören. Schauen wir mal. Dass wir die auch irgendwann mal abschließen. Irgendwann hat er sicher auch keine Lust mehr, sich diese Geschichten anzuhören. Was? Mal sehen. Auf meiner Heimatinsel Korinnes ist sehr viel geschehen. Die Insel wurde von Orks, Orksöldnern und Schwarzmagiern überfallen. Die Stadt war völlig in ihrer Hand. Das war sicher eine gefährliche Situation. Du sagst es. Die Miliz war zu einem alten Turm geflohen, der sich in der Nähe von Onas Hof befindet. Nur das Kloster und der Hof des Großbauern Ona leisteten noch Widerstand. Und dann wurde die Insel noch von Banditen heimgesucht, die aus dem Minental kamen. Ja, ja, es gibt sehr viele Bösewichter auf dieser Welt. Die Situation war ziemlich aussichtslos. Ich konnte mich aber um die Banditen kümmern, sodass die geflüchteten Bürger eine Sorge weniger hatten. Wie ging es weiter? Ich habe mich zunächst um die kleinen Ork-Trupps gekümmert, die die Insel unsicher machten. Das schwächte den Feind und unsere Leute schöpften wieder Mut. Danach erreichte ich, dass sich die Söldner auf Onas Hof mit der Miliz verbündeten. Gemeinsam konnten wir dann die Ork-Armee vor Onas Hof vernichtend schlagen. Auch die Stadt wurde von mir befreit. Wenn auch vielen Orks die Flucht in die Wälder gelang. Um die habe ich mich dann später gekümmert. Korinnes war endlich wieder frei. Respekt. Wer sich allein einer großen Armee stellt, muss sehr viel Mut besitzen. Auf Korinnes traf ich auch den Schwarzmagier Zyon wieder, der mir auf Adamos entkommen war. Es gelang mir zwar, ihn unschädlich zu machen, doch konnte er seinen finsteren Plan ausführen. Er hatte in einer Gruft einen Seelenstein gesucht und finden können. Mit diesem Stein sind seine Diener nach Varant gegangen, um einen mächtigen Avatar Belias zu erwecken. Aber davon erzähle ich, wenn ich dir von meinen Abenteuern in Varant berichte. Sehr schön. Ich bin sehr gespannt, was du mir beim nächsten Mal erzählen wirst. Okay. Dann ist es jetzt aber endlich soweit, dass wir mit dem lieben Herrn Xaras reden. Mal schauen. Mr. Xaras? Mr. Xaras?
Hey. Hallo. Hey. Ich bin gekommen, weil... Ein lange überfälliges Gespräch. Warte. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt. Und genau das ist geschehen. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Darum bin ich hier. Ich brauche deine Hilfe. Die Armee der Finsternis bedroht die Welt. Wir müssen unbedingt etwas tun. Doch bevor wir darüber reden, habe ich zuvor noch einige Fragen. Du warst früher ein Magier des Feuers. Warum hast du dich der Dämonenmagie zugewandt? Früher war ich ein hohes Mitglied des Kreises. Ich ahnte schon damals, dass die Dämonenmagie der Schlüssel zur magischen Barriere im Minental von Korinnis war. Aber die anderen Mitglieder dieses Kreises hatte ich nie von diesem Weg überzeugen können. Also habe ich den Kreis verlassen, um die schwarzen Künste zu studieren. Willst du nicht wieder mit den Feuermagiern und Paladinen zusammenarbeiten? Wir Menschen müssen doch gegen Belias Scharen zusammenhalten. Menschen sind schwach. Nur allzu leicht erliegen sie den Verlockungen des Bösen. Dabei lassen sie sich mit Mächten ein, die sie nicht verstehen, geschweige denn kontrollieren können. Außerdem werden weder der König, die Paladine, geschweige denn die Feuermagier begreifen, warum ich mich von ihnen abgewandt habe. Wir werden daher alleine diesen Kampf bestehen müssen. Das heißt, du wirst diesen Kampf bestehen müssen. Danke. Für mich, wie auch für den Helden ohne Namen, wird es bald Zeit, diese Welt zu verlassen. Wohin wir aber gehen, wird kein Mensch erfahren. Auch du nicht. Was ist mit den Orks? Man sagt, dass du ihr Anführer bist. Die Orks suchen für mich in Varant nach Artefakten. Und hier, in der Nähe meines Turms, haben sie ein Lager errichtet, um mich auf dem Laufenden zu halten. Wenn du dich aber mit ihnen anlegen willst, so habe ich nichts dagegen. Ich brauche sie nicht mehr. Eher werden sie mir hinderlich, da sie beginnen, mich zu überwachen. Wenn du dich also um das Ork-Lager kümmern willst, soll es mir recht sein. Das Lager vor deinem Turm ist Geschichte. Gut, dann können mir die Orks nicht mehr gefährlich werden. Zum Dank für deine Hilfe habe ich ein Geschenk für dich. Wähle dir etwas von meinen Tränken und Spruchrollen aus. 3 Elixier des Geistes und 2 Spruchrollen Todeswelle. Jo. Gut. Oh, okay. Hey du. Kein Grund, das Gespräch zu beenden. Was kannst du mir über den namenlosen Helden sagen? Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Hm. Er hatte kommt den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Ja, kommt mir bekannt vor. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Das ist zurück. Das Intro von Gothic 2, wenn ich mich nicht irre. Der ihn gegen den Schläfer entsandte. Und der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias Reich. Dieser Gefangene war also der Namenlose. Und wer war der Schläfer? Ich kenne eine Bruderschaft des Schläfers. Der Schläfer war ein Erzdämon, ein Avatar Belias. Die Bruderschaft hingegen war eine Gemeinschaft von Menschen, die den Schläfer anbetete. Allerdings ohne zu ahnen, wer sich hinter dem Schläfer verbarg. Diese Narren, ihre Dummheit führte schließlich dazu, den Schläfer zu erwecken. Und welche Rolle spielst du dabei? Ich hatte schon früh von der Existenz des Schläfers erfahren. Woher spielt jetzt keine Rolle? Und ich erkannte, dass dies eine Möglichkeit für mich war, den Lauf der Geschichte zu ändern. Was mir im Tempel des Schläfers verwehrt blieb, ist nun endlich geschehen. Belia hat mich erwählt. Dann gehorchst du jetzt dem Gott der Finsternis? Nein, Belia hat keine Gewalt über mich. Dann verstehe ich dich nicht. Belia hat dich erwählt. Wie meinst du das? Nicht einmal die Götter wissen, was das Schicksal für uns bereithält. Warum soll ich dir was erklären, was du nicht begreifen kannst?
Sei doch nicht so, mach nicht diesen. Ich vor kurzer Zeit begriffen hatte, welche Möglichkeiten sich mir eröffnen. Du bist mir ein Rätsel, Xardas, das ich nicht lösen kann. Das ist doch besser so. Aber genug davon. Reden wir lieber über die Gefahr, in der wir uns befinden. Nachdem Belias Plan zweimal durch unseren namenlosen Freund durchkreuzt wurde, blieb dem dunklen Gott nur noch eine Möglichkeit, den Krieg der Götter zu gewinnen. Nun, da sein Avatar der gegenwärtigen Zeit den Krieg nicht mehr gewinnen konnte, musste nun ein Avatar aus vergangener Zeit den Kampf fortsetzen. Avatar der gegenwärtigen? Avatar der vergangenen Zeit? Was meinst du damit? Avatar der vergangene war beispielsweise der Schläfe. Einzelheiten zu erklären. Oder gegenwärtiger Zeit eigentlich. So viel sollst du wissen, dass ein untoter Magier in Varant die Ursache für das Untotenheer ist, das die Welt bedroht. Das weiß ich schon. Ich weiß. Es ist Baal Hanchar. Du weißt bereits, um wen es sich handelt? Ich muss sagen, dass ich erstaunt bin. Ich hätte nicht gedacht, dass du den alten Hexenmeister kennst. Was weißt du über ihn? Ich weiß, dass er von 5 Schwarzmagiern in einer Höhle bei Ashtar zu neuem Leben erweckt worden ist. Und zwar mit Hilfe eines Seelensteins, der aus der Gruft der Paladine auf Kurine stammt. Das stimmt nicht ganz. Der Seelenstein war nicht das Mittel, Baal Hanchar zu erwecken, sondern die Kraft der 5 Magier. Der Seelenstein aber bündelt die Kraft der Magier und erneuert diese ständig, so dass der Träger des Steins Unsterblichkeit erlangt. Außerdem wächst die magische Kraft täglich mehr, so dass Baal Hanchar mit der Zeit immer mächtigere Zauber ausüben kann. Aber wenn er jetzt schon in der Lage ist, ein Untotenheer zu entsenden, ist seine Macht schon seit dieser kurzen Zeit beträchtlich gewachsen. Ich hatte die Assassinen in Ashtar eine Zeit lang beobachtet, da ich geahnt hatte, dass man Baal Hanchar erwecken würde. Doch wusste ich lange nicht, wie. Das Ritual der 5 Magier hatte ich in meinen Planungen nicht berücksichtigt. Sonst hätte ich den Seelenstein vernichtet, anstatt ihn in der Gruft der Paladine zu belassen. Aber das ist nicht mehr zu ändern. Wie? Du wusstest, dass der Seelenstein in der Gruft zu finden war? Natürlich. Aus diesem Grund hatte ich ja auch die Sternwarte in deren unmittelbarer Nähe errichten lassen. Ich wollte die Macht des Steins untersuchen und gleichzeitig sichergehen, dass Belias Schergen nicht Zutritt zu der Gruft erhalten. Aus diesem Grund erweckte ich die Gebeine der Paladine dort zum Leben und verbreitete das Gerücht, dass die Stätte weiterhin verflucht sei. Aber seltsam. Wie kam der Seelenstein in Baal Hanchars Besitz? Die Untoten hätten eigentlich jedes Wesen am Betreten der Gruft hindert sollen. Der Schwarzmagier Zyon gebrauchte einen Schutzzauber, den er auf der Insel Adamos gestohlen hatte. Damit konnte er die Gruft ungehindert betreten. Na, dann ist mir alles klar. Auf jeden Fall müssen wir jetzt Baal Hanchar daran hindern, seine Untotenarmee in Bewegung zu setzen. Und so fügt sich das alles zusammen. Das ist bereits geschehen. Auf Athanos hat er bereits seinen Feldherrn Finisterre entsandt, den ich aber mit seinem Heer bezwingen konnte. Finisterre, der Knochenfürst? Er gehört zu den 12 Fürsten der Finsternis, die Belia als Heerführer dienen. Auch die Nazgul und genannt. Du konntest ihn bewältigen? Aber woher kennst du den verfluchten Fürsten? Von Baal Hanchar selbst. Sein Geist war mir in einer Beschwörungshöhle erschienen und er drohte damit, Athanos zu unterwerfen. Ich sehe jetzt, dass wir keine Zeit verlieren dürfen, aber ich muss nachdenken. Worüber? Über den nächsten Schachzug, den unser Gegner plant. Ich kann hierzu erst was sagen, wenn ich mir über einiges klar geworden bin. Suche mich also morgen nochmal auf. Ich könnte noch magische Spruchrollen und Tränke gebrauchen. Kann ich mit dir handeln? Natürlich. Was brauchst du? Und? Nein. Ups, hey, eigentlich wollte ich mit ihm handeln.
Elixier der Stärke. Oh, Leben, Mana, Stärke kommen nämlich auch mit. Das ist crabbliger Crab. Und ja, er hat halt immer ein paar Schlaf mit. Habe ich nicht mehr so viele. Todeshau. Todeswelle hat er aber nicht. Naja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Okay, dann verkaufe ich mal. Damit ich wenigstens wieder knapp auf meine 20.000 komme. Ungefähr. Verstärkter Paladin-Schild. Hätte ich da nicht mal ein stärkeres Schild? Ich bin gerade verwirrt. Ein Dracobogo. Ich würde am liebsten diese dämlichen Bolzen verkaufen, weil das so fuck viele sind. Aber das Game kommt ja nicht damit klar. Ja, wobei, es scheint schneller zu gehen als die letzten Male. Ah, maybe auch nicht, ne? Sobald... Ja, wobei, es geht einigermaßen. Der 1000er Stack, Leute. Geht richtig ab, gerade. Ist aber krass, wie lange der braucht, um diese 1000er Stacks zu verkaufen. Ich würde es echt nicht wundern, wenn das Spiel auch gleich abstürzt. Weil es damit gar nicht klarkommt. Ich mach das jetzt. Verkauf die jetzt komplett. Ich brauche die normalen Bolzen nicht, so. Ist egal. Die Zeit nehmen wir uns jetzt. Der hat halt 414 Heiltränke, die das Leben sofort komplett heilen. What the actual fuck? Kauft jetzt aber mal nicht. Ich habe momentan genug. Okay. Ja gut, der liebe Xardas möchte bis morgen keine Antwort treffen. Gut, dann lege ich mich jetzt einfach direkt neben ihm auf den Boden und warte bis morgen. So nicht, mein Freund, so nicht. Die speichert einfach automatisch, alles klar. Selten, aber hey. Passiert auch mal. Und? Weißt du jetzt, was der Gegner plant? Buch im alten Wachturm. Nein, noch nicht. Vielleicht aber... Oh, das ist bestimmt der Wachturm, in dem wir drin waren, mit diesem Buch unten, wo ich gesagt habe, da komme ich später auch mal wieder. Es handelt mit diesen untoten Paladinen. Kastell. Das Schwarze Kastell? Was ist das für ein Ort? Vor langer Zeit war dies ein Ort, wo der untote Magier herrschte. Vielleicht erfahre ich aus dem Buch etwas, was uns weiterhelfen könnte. Weißt du, wo es sich befindet? Ja, der Ort ist gar nicht weit von hier. Hier in der Nähe befindet sich ein alter Wachturm, den König Roba errichtet hatte. Im Keller des Turmes befindet sich eine Bibliothek der Feuermagier, die früher beim Feldzug gegen die Orks beteiligt waren. Ich selbst habe dieses Buch damals dort in einer Truhe verschlossen. Den Schlüssel müsste ich noch an meinem Schlüsselbund haben. Ah ja, hier ist er. Der Turm wird übrigens von einigen Skelettkriegern bewacht, aber Untote sollten, denke ich, kein Problem für dich sein. Mit Untoten werde ich fertig. Ich hole das Buch. Gut, beeil dich aber. Wir haben nicht viel Zeit, um Baal-Hanschar aufzuhalten. Komme ich denn da nochmal genau hin? Ich weiß zwar, von welchem Turm er redet, aber... Naja, ich gehe mal wieder zu Sören. Ich kann ihm mal wieder eine Geschichte erzählen. Das machen wir jetzt einfach so immer mal zwischenschieben, weil dann ist die Quest auch irgendwann mal fertig. So ein Recap kurz vorm Ende des Spiels ist doch eigentlich auch ganz interessant irgendwie. Ich würde jetzt aber wirklich mal gerne den sechsten Kreis beherrschen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Hey. Mal sehen. In Varant habe ich jede Menge Abenteuer erlebt. Ich bin ganz Ohr. Ich hatte in Erfahrung bringen können, dass von den Assassinen-Magiern von Varant im Gebiet von Ashtot eine große Gefahr ausging. Ich verkleidete mich als Assassine, um mehr in Erfahrung zu bringen und suchte zunächst die Stadt Uga auf. Interessant. Dort herrschte der Schwarzmagier Tartaron, ohne dessen Erlaubnis ich das Gebiet von Ashtot nicht betreten durfte. Mir blieb daher nichts anderes übrig, als mir das Vertrauen der Assassinen zu erwerben und eine Menge Aufträge für sie zu erfüllen. Ich musste Korn besorgen, mich mit Räubern und Waffenhändlern anlegen und mich sogar um eine Plantage kümmern, um dort Tomaten zu ernten.
Lustig. Mir war bei dieser Arbeit gar nicht lustig zumute. Das kannst du mir glauben. Wie ging es weiter? Endlich war es soweit, dass Tartarun mich empfing. Bevor ich aber zu ihm ging, musste ich mich absichern, da der Kerl Hypnose verstand und auf diesem Weg herausfand, wer ihm feindlich gesinnt war. Das war sicher eine gefährliche Situation. Ja, es wäre beinahe ins Auge gegangen. Endlich gelangte ich nach Ashtot. In den Tempel aber ließ man mich nicht. Auch hier dauerte es lange, bis man es mir gestattete. Ich bekam nun heraus, dass die Assassinen einen mächtigen Avatar Belias erwecken wollten. Einen untoten Magier namens Baal Hanchar. Ich musste nun die Grabkammer des Magiers aufsuchen, um das zu verhindern. An so einem finsteren Ort hätte ich mich nie gewagt. Leider kam ich zu spät. Baal Hanchar wurde bereits erweckt. Mir erschien nur sein Geist, der höhnte, im Auftrag Belias die Welt zu unterwerfen. Sein erstes Ziel war die Insel Athanos, wo ich als Rekrut gedient hatte. Meine Güte, wie aufregend! Und weiter? Sofort machte ich mich auf den Weg. Doch wieder kam ich zu spät. Die Insel wurde bereits von einer untoten Armee überfallen. Ich war erschüttert. Die Burgbesatzung, darunter viele Freunde von mir, war bis auf wenige Ausnahmen getötet worden. Diese wenigen Überlebenden hatten sich mit den Bewohnern des Dorfes, das es ebenfalls auf der Insel gibt, in den Höhlen der Insel versteckt gehalten. Ich musste meinen Freunden helfen, doch mein Seelord wollte die Besatzung unseres Schiffes nicht bei einem so gefährlichen Kampf gefährden. Unsere Mission hatte für ihn Vorrang. Ich musste daher alleine gegen den Feind vorgehen. Nach schweren Kämpfen gelang es mir schließlich, das Untotenheer zu vernichten und Athanos zu befreien. Du willst mich jetzt doch nicht veräppeln, oder? Ist das wirklich passiert? Ich gebe dir mein Wort. Alles ist wahr, was ich dir erzählt habe. Kaum zu glauben. Okay. Ich gehe kurz in die Königsburg, weil mir ist noch was eingefallen, was ich eigentlich vorher machen wollte, aber vergessen habe zu machen. Es ist anscheinend so, dass ich den sechsten Kreis tatsächlich schon lernen kann. Man muss das aber vorher abfragen. Und zwar kann man ja an diesen Buchständern. Da ist eine frei. An diesen Buchständern kann man ja immer sein Magiewissen abfragen. Mein Wissen reicht für den sechsten Kreis. Ja, und jetzt hat das Spiel registriert. Oh, der kann den sechsten Kreis der Magie lernen. Aber vorher ging es nicht. Ist das nicht lustig? Nee, ist es nicht. Könnt ihn also eigentlich schon längst. Traurig. Lehre mich den sechsten Kreis der Magie. Unterweise mich. Todeswelle. Also ich nehme mal Feuerregen und Todeswelle. So. Dann hätten wir doch hier ein Schreibpult, nicht wahr? Nee, das war bei John unten. Ich steppel. Spruchrolle 6. 10 mal Todeswelle. Keine Ahnung, was ich dafür gebraucht habe, aber ich konnte es herstellen. Gut. Lassen wir erstmal so. Fakrisch die Saptisch Maptisch war. Wo war nochmal Jagdhütte? Wo war nochmal dieser Turm genau? Ich habe doch hier eine von Nordmar eine Karte, ne? Da ist der Wachturm. Das Xardas. Also im Endeffekt von der Mine, maybe. Weil ich eigentlich nach oben müsste. Hier unten werde ich da nicht hochkommen. Müsste da hoch, glaube ich. Ich gehe aber mal hier einfach entlang an der Seite auch. Vielleicht ist das das Rätsels Lösung. Selbst wenn nicht, ich kann es von hier entdecken, wo ich hin muss wahrscheinlich. Ja, hier muss ich schon runter. Da drüben, da muss ich hin. Da.
Ich glaube da. Upp. Da ist Xaras Turm. Wenn ich jetzt da links nachgehe, dann ist da der Wachturm oben drauf. Easy. Da muss ich in den Keller runter. Ganz runter. Und in der Keller ganz runter, da war der... Das ist sakrisch blöde Truhe da hinten. Jederbeutel mit Erzbrocken und das schwarze Kastell. Was passiert, wenn ich das Buch lese tue? Steht da dann drin, dass ich ein Depp bin? Valhancha, Castellorum in Orcus Insulam, Sinistae et Finistere, Rex Magnum, Inferno Magnum. Okay, kein Gegner. Xaras! Ihr habt dein Buch aufgemacht, es hat mich angeschrien. Hey. Er ist schon wieder hart equipped. Ja, yeah, das Buch. Ja, das ist es. Für das Alter ist es noch in einem hervorragenden Zustand. Ich denke, dass ich den ganzen Tag für das Studium des Buches benötige. Komm also morgen wieder. Ich mag dieses Spiel nicht. Dieses Spiel, das du mit mir spielst, dass ich ständig morgen wiederkommen soll. So. Hey, zeig mir. Fuck. Und weißt du jetzt, was der Gegner plant? Der untote Magier. Ja, jetzt weiß ich es. Ich bin mir nun sicher, dass Valhancha nach einem geheimen Ort gegangen ist, um seine magische Kraft zu stärken. Ist das nicht zu einem geheimen Ort? Der Seelenstein macht ihn zwar unsterblich, aber nicht sofort, da der Stein erst genug magische Energie hierfür aufladen muss. Außerdem muss diese magische Energie immer wieder neu aufgeladen werden, wenn der Träger des Steins diesen für große magische Rituale verwenden will. Da er aber bereits den Knochenfürsten Finisterre und eine Untotenarmee aus Belias Reich beschworen hat, wird nun sehr viel magische Energie verbraucht sein. Und das ist unsere Chance. Valhancha ist jetzt geschwächt und muss unbedingt die magische Energie seines Seelensteins aufladen. Die Frage ist nur noch, wo er sich zurzeit aufhält. Vielleicht gibt uns diese Seekarte hierüber eine Antwort. Sie zeigt eine unbekannte Insel. Eine Seekarte? Woher hast du sie? Ich fand diese in Valhanchas Gruft. Interessant. Zeig her. Die hat er da flackern lassen. Sieh mal an, eine Seekarte von Irdorath. Irdorath? Was ist das für ein Ort? Irdorath ist einer der vier Belia-Tempel, und zwar der des Ostens. Hier gelang es mir, die Kraft des untoten Drachen in mich aufzunehmen und mich dadurch Belia zu entziehen. Valhancha hat sich anscheinend diesen Ort ausgesucht, um seine magische Kraft zu erneuern. Aber das wird nicht der einzige Grund sein, warum er sich ausgerechnet nach Irdorath zurückgezogen hat. Ich vermute, dass er hinter dem Seelenstein des untoten Drachen her ist. Was könnte er mit diesem Seelenstein tun? Nun, wenn es Valhancha gelingt, diesen Stein mit magischer Kraft zu erfüllen, wäre er in der Lage, einen Drachenzauber auszuüben. Auf Irdorath und auf Korinis hatten die Drachen, die unser gemeinsamer Freund bekämpft hatte, viele ihrer Eier versteckt. Möglicherweise sind auf Irdorath noch welche von diesen vorhanden. Der Minenteil vielleicht auch. Er könnte nun mit Hilfe dieses Seelensteins das Wachstum junger Drachen beschleunigen, ja sogar sich selbst in einen Drachen verwandeln. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Ich muss sofort nach Irdorath aufbrechen. Ja, das solltest du.
Wir müssen aber damit rechnen, dass Baal Hanschar den Seelenstein bereits in seinem Besitz hat und junge Drachen schon geschlüpft sind. Du solltest daher über ein mächtiges Amulett verfügen, das dich gegen das Drachenfeuer einigermaßen schützen kann. Hast du solch ein Amulett? Nein, aber in der Nähe gibt es die Gruft eines Kriegers aus Nordmar. In dieser befindet sich ein Ahnenstein, aus dem ich ein Feuerschutzamulett erstellen könnte. Wo befindet sich das? Das ist, an das ich denke, das habe ich schon. Der Erzmine, die dem Erzclan gehört. Ja, das habe ich schon. Vor dem Wegweiser zu dieser musst du dich rechts halten und dann. Aber ich sehe schon. Bevor du dich verirrst, nimmst, sei aber. Sie werden nicht viel schlimmer sein als. Na. Ich würde gerne wissen. Wir können. Ich habe den Ahnenstein. Gut, gib ihn mir. Ich das wird aber bis morgen dauern. Anfertigen. Hey. Der Ahnenstein verfügt über zu wenig magische Kraft. Leider kann ich das Amulett so nicht anfertigen. Das heißt? Ich benötige noch wichtige Zutaten. Wenn ich diese habe, müsste das Amulett herzustellen sein. Was benötigst du? Nun, zunächst einige Minecrawler-Eier, und zwar die der Eiscrawler. Die müsste ich auch schon haben. 5 Stück werden genügen. Unterhalb eines Orklagers, welches ich auf deiner Karte verzeichnen werde, befindet sich eine Höhle, wo du die Eier der Eiscrawler finden kannst. Außerdem benötige ich noch das Herz eines Eisdämonen. Eines Eisdämonen? Wo finde ich den denn? In einer großen Höhle, die zu dem Gipfel eines Berges führt, wirst du einen finden. Woher weißt du das? Ich habe ihn beschworen. Meine magische Kugel verriet es mir. Gib mir die Karte, die du von mir bekommen hast. So, ich habe jetzt auf der Karte die beiden Orte. Ich habe doch beides sowieso schon. Hier hast du die Icecrawler-Eier. Ja, das müsste reichen. Ich muss mich gar nicht mehr wegbewegen, um das Quest zu erfüllen. Hast du das Herz des Eisdämonen? Ausgezeichnet. Wieso spiele ich Spiele alle so falsch und so komisch? Hast du alles? Ja, ich habe jetzt alles, was ich für die Herstellung des Amuletts benötige. Außer Drachenblut. Wann kann ich das Amulett haben? Ich denke, dass ich morgen damit fertig sein werde. Alter, du Troll, ehrlich. Speichern. Hey du! Ist das Amulett fertig? Ja, hier hast du es. Dann wäre ich ja jetzt für den Kampf vorbereitet. Was die Drachen angeht, ja. Gegen Baal Hanschar aber kannst du dich nur behaupten, wenn du ein starker Kämpfer geworden bist und die größten Zauber der Magie verstehst. Gibt es denn kein Mittel, um sich vor seiner Magie zu schützen? Der Tempel des Schläfers. Es gäbe da schon eine Möglichkeit. Ich weiß aber nicht, ob du den Gefahren gewachsen bist. Lass mich raten, ich soll die Erzrüstung besorgen. Du müsstest sehr gefährliche Orte aufsuchen. Was könnte gefährlicher sein, als gegen Baal Hanschar anzutreten? Da hast du allerdings recht. Na schön, ich werde dir sagen, was du tun musst. Es gibt in unserer Welt mächtige magische Artefakte. Einige davon könnten dir in deinem Kampf gegen Klauibelius, den Avatar des dunklen Gottes helfen. Wenn du diese in deinen Besitz bringen könntest, das Schild von Adanos habe ich, Klauibelius und die Erzrüstung dann halt. Zauberer erheblich leichter für dich. Allerdings befinden sich diese Artefakte an Orten, die von der Aura Belias umgeben sind. Hört sich gefährlich an. Wo sind diese Orte? Nun, zum einen kenne ich ein mächtiges magisches Schwert, welches den Namen Uriziel trägt. Es liegt verborgen im Tempel des Schläfers, der sich tief unter der Erde des Minentals von Korinis befindet. Zwar wurden Teile des Tempels durch den Fall der Barriere verschüttet, doch besteht eine Chance, das Schwert zu bergen.
Da die Wächter des dunklen Gottes dieses gefunden haben und nun im Tempel aufbewahren. Die Wächter? Heißt das, dass ich mich im Tempel auf unliebsame Überraschungen einstellen muss? So ist es. Sei auf der Hut. Der Tempel ist, auch nach der Verbannung des Schläfers, ein gefährlicher Ort. Das gilt im Übrigen auch für die anderen beiden Tempelruinen, die du aufsuchen musst. Was sind das für Orte? Es handelt sich dabei um die beiden zerstörten Belia-Tempel des Westens und des Nordens. Der westliche Tempel heißt Aurarat. Der nördliche hingegen wird Isagrad genannt. War Isagrad nicht das hier im Norden? In den Ruinen von Aurarat, die sich im Westen von Myrtana befinden, soll ein Helm aus magischem Erz zu finden sein, der dich im Kampf beschützen könnte. Dieser Helm gehörte einem Streiter des Gottes Innos, der vor langer Zeit gegen die Schwarzmagier von Aurarat gestritten hat. Im Kampf verlor dieser Krieger den Helm und konnte ihn nicht wiederfinden. Seither gilt er als verschollen. Aurarats Magier hingegen fielen im Kampf. Doch obgleich der Held diese besiegen konnte und der Tempel danach zerstört wurde, blieben die Ruinen bis heute ein Anziehungspunkt dunkler Mächte. Es ist also auch heute noch gefährlich, Aurarat aufzusuchen. Ich werde mich in Acht nehmen. Und was befindet sich im Tempel des Nordens? In Isagrad, dessen Burgruine sich im hohen Norden von Nordmar befindet, müsstest du die stählerne Rüstung eines Kämpfers finden, der ebenfalls vor langer Zeit gegen die Horden Belias gekämpft hatte. Der Avatar Belias allerdings konnte noch, bevor er von der Hand des Helden fiel, dem Streiter Innos eine tödliche Wunde zufügen, sodass dieser an Ort und Stelle verstarb. Ja, wahrscheinlich trägt er die Rüstung noch und ist ein Zombie oder so. Müsste daher noch in Isagrad zu finden sein. Warum hat man die Rüstung und den toten Helden nicht geborgen? Der Grund war, dass man, im Gegensatz zu Aurarat, nicht alles von Isagrad vernichten konnte. Die meisten Mauern der gewaltigen Burg ließen sich nicht zerstören. Nur der Tempel, der sich in den unterirdischen Gewölben befunden hat. Die Burg wird daher noch immer von Orks und anderen Wesen behütet. Aus diesem Grund traute sich niemand, nach der Rüstung zu suchen. Ich werde die Artefakte suchen. Aber wie gelange ich zu den drei Orten? Sie werden sicher unzugänglich sein. In den unterirdischen Räumen meines Turmes befinden sich drei Teleportrunen, die dir weiterhelfen werden. Eine Rune wird dich zum Eingang des Schläfertempels bringen, sobald du das Minental von Korinis betreten hast. Eine weitere Rune hingegen teleportiert dich von hier sogleich in das Gebiet von Aurarat. Und die dritte Rune wird dich in den Teil von Nordmar teleportieren, wo sich ein Lager des Feuerclans befindet. Sprich mit dem Anführer des Clans. Er kennt den Weg nach Isagrad. Ich bin mir sicher, dass er dir weiterhelfen wird, wenn du dich ihm gefällig zeigst. Du weißt nun, was du zu tun hast. Hier, nimm diesen Schlüssel. Er öffnet dir die Tür zu meinem Verlies. Du wirst dort, neben den Runen, auch einige Bücher finden, die dir über alle vier Belia-Tempel Auskunft geben werden. Und nun geh. Ich wünsche dir bei deinem Vorhaben viel Glück. Okay, das war's. Du hast nichts mehr zu sagen? Doch, oder? Ich würde gerne wissen, vielleicht kann ich jetzt... Nein, okay. Na gut, das war jetzt viel Input für den Moment. Aber wie komme ich jetzt von hier zum Minental? Please. Hä? I am stupid. Okay, ich werde auch zu allen Büchern dort finden. Mal gucken. Steintafel des Geschicks und der Armbrust. Das Armbrustschützen. Okay, erstmal gucken. Verstehe.
Surturat, der verborgene Belia-Tempel des Südens, soll sich angeblich irgendwo auf den südlichen Inseln befinden. So zumindest die Ansicht einiger Feuer- und Wassermagier. Aber genaueres ist uns nicht bekannt. Diesen Tempel des dunklen Gottes nennen seine Diener Surturat. In früheren Zeiten, also bevor der Tempel plötzlich verschwand, hatte er seinen Sitz auf der Hauptinsel der südlichen Inseln. Surturat war in alter Zeit der Sitz der Urdrachen. In dem Gebiet, wo sich der Tempel befand, befanden sich mehrere aktive Vulkane und Lavaströme. Doch trotz dieser geschützten Lage unternahmen die Bewohner der südlichen Inseln einen Angriff auf Surturat, mit der Absicht, diesen zu zerstören. Doch Adanos, der um das Gleichgewicht der Welt fürchtete, verbarg den Tempel vor seinen Feinden. Seitdem weiß kein Mensch, wo Surturat zu finden ist. Das klingt irgendwie mehr nach Irdorat. Verstehe. Irdorat. Der Belia-Tempel des Ostens befindet sich jetzt auf einer Vulkaninsel im östlichen Meer. Diesen Tempel nennen die Diener des Beliath Irdorat. Bevor der Tempel von Adanos verborgen war, befand er sich auf der Hauptinsel des östlichen Archipels, wo er von dem Schwarzmagierorden des Ostens behütet wurde. Im großen Krieg zwischen Innos und Belia-Anhängern vereinten sich die Menschen des Archipels und riefen den König von Methana zu Hilfe. In einer gewaltigen Schlacht unterlag der Schwarzmagierorden und Irdorat sollte nun ebenso zerstört werden, wie die beiden Tempel Isagrad und Aurorat. Doch Adanos fürchtete um das Gleichgewicht im Kampf der Götter und verbarg Irdorat, so dass man den Tempel nicht finden konnte. Erst vor kurzem wurde Irdorat wieder entdeckt. Ja. Das wissen wir ja, dass das passiert ist. Oh. Ah, da sind die Runen drin. Hihi. Teleport Levertempel. Verstehe. Aurorat. Die Ruinen des Belia-Tempels des Westens befinden sich in der Nähe von Montera und der Festung Gotha. Diese Tempel nennen die Diener Belias Aurorat. Einst, vor nicht mehr zu bestimmter Zeit, wurde der Tempel Aurorat Sitz der Schwarzmagier von Methana, die dort ihre abscheulichen Kulte praktizierten. Aurorat wurde von vielen Harpien, Dämonen und anderen Geschöpfen Belias bevölkert, bis der Tempel zerstört werden konnte. Um das Unheil, das von Aurorat ausging, endgültig zu vertilgen, schlossen sich die Menschen Methanas zusammen und griffen mit einer großen Armee, die Horden, die den Tempel schützten, an. Die Schwarzmagier aber riefen die Armee der Finsternis zu Hilfe, sodass die Schlacht 4 Tage dauerte, bis Aurorat erobert werden konnte. Nach dem Sieg wurde der Tempel zerstört. Heute künden nur noch einige Ruinen von der Größe Aurorats. Verstehe. Isagrad. Die Überreste des Belia-Tempels des Nordens befinden sich unterhalb einer alten Burg im nördlichen Nordmar, dem Gebiet der Nordmar-Orks. Diesen Tempel nennen die Diener Belias Isagrad. Einst, vor mehr als 3000 Jahren, war der Tempel Isagrad Sitz eines orkischen Avatars, der von Innos Avatar vernichtet werden konnte. Der Tempel blieb aber auch danach lange Zeit Kultstätte der Orks, bis er schließlich zerstört werden konnte. Allerdings konnte man die Burg und den Tempel nicht völlig zerstören, da Mauern, Gänge und Gewölbe von festen Eismassen geschützt werden und daher unzugänglich für die Zerstörer des Tempels waren. Man munkelt daher, dass es tief unter der Burg im Eis noch verborgene Räume geben soll, wo sich mehrere Kreaturen Belias verbergen konnten. Geprüft hat dies noch niemand, da die Orks die Burg bewachen und jeden Fremden töten, der sich dieser nähert. Wieso geht's hier noch weiter runter? Hast du mir was nicht gesagt, Salas? Oh, Bolzenpakete. Geil. So. Geschicklichkeit. Maximale Lebensenergie. Wie viel Leben ich mittlerweile habe, ohne dass ich was anderes habe, was mein Leben erhöht. Absurd. Ob ich wohl mittlerweile die Tränen in uns saufen könnte und überleben könnte? Wahrscheinlich nicht, ne? So. Her damit. Okay. Dann. Ich habe hier nochmal gepennt. Nochmal zum Erzclan. Mir einen Kotel dann die Backe labern lassen. Nee, andersrum. Einen Kotlet jemand anders an die Backe labern. So rum. Und anscheinend nähern wir uns langsam dem großen Showdown. Was willst du?
Alles. So lang. Mal. In Mythana musste ich viele Kämpfe bestreiten. Bereits als wir in Vengard ankamen, ging es los. Ich bin ganz Ohr. Der Hafen war von vielen Orks besetzt. Wir mussten sie angreifen, bevor sie Verstärkung holen konnten. Es wurde auch höchste Zeit, da ein Ork sein Horn blies, um seine Brüder herbeizurufen. Es gelang mir aber, das zu verhindern. Das war sicher eine gefährliche Situation. Und weiter? Das Heer der Orks, das Vengard belagerte, war wegen der Barriere, die die Stadt schützte, in zwei Hälften geteilt. Ein großer Teil des Heeres lagerte vor der Barriere. Die andere war bereits in die Stadt eingedrungen. Die Orks vor der Barriere konnte ich nach und nach schwächen, bis sie keine Gefahr mehr waren. Gut, dass es Männer gibt, die sich dem Bösen entgegenstellen. Sehr schön. Ich bin sehr gespannt, was du mir beim nächsten Mal erzählen wirst. Falls ich das überhaupt schon kann. Also aus Nordmar kann ich bestimmt auch schon irgendwelches Zeug erzählen. Ah, hier Nordlande, okay. Also ich wüsste tatsächlich, wie ich... Oh, warte mal. Ich glaube, das ist es sogar. Ja, da ist der Wachturm. Ich wollte gerade sagen, ich wüsste sogar, wie ich in das Gebiet hier komme. Aber ja, diesen Weg hier wäre ich gegangen. Ingolf. Hallo, mein Name ist Roland. Und mein Name ist Ingolf. Ich bin Jäger des Feuerclans. Sei mir willkommen. So bist du auf der Jagd? So ist es, Fremder. Wir wollen hier Ripper und Eiswölfe jagen gehen. Wir? Du bist also nicht allein? Nein, ich gehöre zu einer Gruppe von Jägern. Unser Jagdlager ist ganz in der Nähe. Und du? Was suchst du hier in dieser Einsamkeit? Ich suche die Ruinen eines alten Tempels, den es hier irgendwo geben soll. Bei Innos! Du meinst doch hoffentlich nicht die Ruinen von Isagrad. Ja, genau diese Ruinen meine ich. Weißt du denn nicht, was es mit den Ruinen von Isagrad auf sich hat? Doch, Isagrad ist der zerstörte Belia-Tempel des Nordens. Du weißt es tatsächlich. Also entweder bist du wahnsinnig oder... Wahnsinnig. Oder ein Anhänger Belias. Wahnsinnig. Das ganz bestimmt nicht. Ich bin ein Paladin König Robas und daher ein Anhänger des Gottes Innos. Was aber suchst du in Innos Namen an diesem verfluchten Ort? Es soll in den Ruinen des Tempels ein mächtiges Artefakt geben, das ich zum Ich bin ein Diener Innos, der lauter Zeug macht, was Adanoth gut tut und na, ich mach jetzt Belia-Shit. Mit deinem Vorhaben viel Glück. Weißt du, wo sich die Ruinen befinden? Ich? Nein. Aber der alte Ansgar wird es wissen. Ansgar sagt mir auch was. Er schon mal in den Ruinen gewesen ist. Interessant. Wo finde ich Ansgar? In unserem Lager. Wenn du willst, kann ich dich hinführen. Kannst du mir was beibringen? Ja, ich kann dir bei... Naja, du kannst mir bestimmt... Oh doch, Orkjäger. Zeig mir, wie ich im Fernkampf besser gegen Orks kämpfen kann. Ein Ork ist sehr stark und trägt oft eine gute Rüstung. Ich wollte gerade sagen, der kann mir bestimmt nichts beibringen, aber jetzt habe ich Scharfschütze anscheinend. Du musst gut treffen, um ihn besiegen zu können. Lass ihn erst nah genug herankommen, bevor du schießt. Umso sicherer ist dann dein Schuss. Nice. Wenn du das beachtest, wirst du sehen, dass du selbst den stärksten Ork bezwingen kannst. Ja, das ist... Und ansonsten 13 Lernpunkte habe ich noch. Ich wow, kannst du tatsächlich wieder ausgeben. Folge mir. Hätte nicht gedacht, dass es dann tatsächlich nochmal so weit kommt, dass ich die gut ausgeben kann, die Lernpunkte. Weil ich habe jetzt nicht geprasst. Ich habe mir jetzt wirklich nur das geholt, was ich wollte. Oder was ich dringend wollte. Wow. Er hat sogar echt gut Leben verloren durch den Wolf gerade. Lass mich raten, du läufst einfach weiter. Du achtest nicht drauf. Oh, nee, er wartet sogar. Okay. Gut. Oh, Charakter, bitte! Das macht mich wahnsinnig, wirklich. Wow, man kann hier einfach hochlaufen. Nichtsdestotrotz hätte der Charakter sich da auch problemlos festhalten können. Blöd, Mann. So, haben wir hier noch was? Mit der Corinnes-Musik im Hintergrund.
der Insel Korinnes. Also ne, es ist das Umland von Korinnes, die Musik. Nicht die von der Stadt Korinnes. Da hinten ist ein Golem. Mensch, sind wir nicht ein Traumteam? Da ist wieder eins von uns. Nicht viel weniger. Habe ich hier sogar nochmal ein kleines Gebiet, was ich erforschen kann. So viel wird das, denke ich mal, jetzt nicht sein. Nein! Ah! Hm. Problematisch. Geht's dir gut? Hm. Ich hab 'ne Idee. Die wird nicht klappen, aber ich probier's. Wobei, theoretisch müsste sie klappen. Ach nee, ich habe ja hier erst hier gespeichert. Ah, okay. Habe ich nicht oben gespeichert gerade? Nee, tatsächlich nicht. Ich depp. Egal, passt. Wurscht. Ist wurscht. Ich hatte jetzt gerade die Idee, also ich dachte, ich hätte erstens oben gespeichert. Habe ich aber nicht. Zweitens hatte ich dann die Idee, dass ich einfach penne. Dann müsste er eigentlich an dem Punkt, an dem er mich hinführt, warten. Ein Mistvieh weniger. Cool. Zwei Hände habe ich halt auf 84%. Ich habe das nicht einmal voll gemacht. Dafür habe ich Einhand auf 106, Bogen auf 152. Easy. Diesmal fallen wir bitte nicht runter. Herr Ingolf. Nein, nein, Ingolf, Ingolf. Ah! Diesmal ist er sogar tot. Das könnte ein Problem werden. Das ist jetzt schon zweimal passiert. So, jetzt kommt er von unten ran. Mal gucken. Also Ingolf, du hast ein Problem, wirklich. Ich bin mir... Hör auf damit. Alter, dieser... Der Typ hat wirklich ein ganz, ganz schlimmes Problem. Sag mal, der hat doch echt... Ein Mistvieh weniger. Oh ja, er ist oben. Ingolf, nein, Ingolf, Ingolf, stop, oh Mann, Alter, was ist denn mit ihm, Ingolf, aha, Ingolf, Ingolf, nein, ja, ja, nein, Ingolf, nein, nein, nein. Ich glaube, ich und Ingolf, das wird nichts mit uns. Oh Gott. Okay, Ingolf, du hattest deine Chance. Also, liebes Modder-Team von Odyssey, falls ihr gerade zuguckt, Ingolf braucht dringend eine Hirnkur. So. Jetzt müsste er eigentlich da sein, wo er dann letztendlich auf mich wartet. Ja, da vorne steht er schon, guckt. Er konnte die Brücke letztendlich doch überqueren, mit meiner Hilfe.
Brücke war sein absoluter Endboss. Da sind wir. Rede am besten sogleich mit Ansgar. Er sitzt bei den anderen am Feuer. Warte mal. Okay, du hast nichts mehr zu sagen. Hey, Larsen. Hallo. Mein Name ist Roland. Ich bin ein Paladin des Königs von Mythana. Kannst du mir was beibringen? Was willst du lernen? Tatsächlich nichts, was du mir beibringen kannst, mein Sohn. Teleport zum Feuerclan. Das ist allerdings etwas, was ich gerne sehe. Innos Zorn schärfen. Ja. Nichts Interessantes. Da ist jetzt wahrscheinlich eine Rune da oben. Ne, wäre aber lustig gewesen. Ne, weiß eigentlich nicht. Irgendwie traurig. Minecrawler-Suppe. Minecrawler-Suppe ist die beste Suppe, die es gibt. Minecrawler-Suppe ist die beste Suppe, die es gibt. Ja, wer bist denn du? Der Helgi. Hallo, mein Name ist Roland. Und ich heiße Helgi. Ich grüße dich, Fremder. Mhm. Gutes Gespräch. Hallo. Ich kenne dich nicht. Mein Name ist Roland. Ich verstehe. Ja. Okay. Momentan haben die Leute hier nicht viel zu sagen. Lass uns erstmal abwarten, was draus wird. Baldur. Hallo, mein Name ist Roland. Ich bin Baldur. Sei mir willkommen. Aber ich kann jeden beklauen. Kuchenbogen. Bett. Die schauen sogar mal einigermaßen gemütlich aus. Wer bist du? Bist du der Ingolf? Ja. Du bist wahrscheinlich seine Frau. War eine Hertha nicht gerade schon oben? Der Baldur hat zwar eine schöne Frau, aber Ingolf mag's härter. Ich finde es ja lustig, dass er sagt, bei dem anderen am Feuer. Bisher habe ich noch nicht mehrere Leute nebeneinander gesehen. Bis auf, naja, Männchen und Weibchen immer zusammen halt. In Kombination. Du bist dann anscheinend Ansgar, ja? Hallo, wer bist du? Mein Name ist Ansgar. Und wer bist du, Fremder? Mein Name ist Roland. Ich bin ein Paladin König Robas. Dann sei uns willkommen, Paladin. Ingolf sagte mir, dass du den Weg zu den Ruinen von Isagrad kennst. Ja, das ist richtig. Aber warum fragst du? Weil ich zu den Ruinen will. Kannst du mir sagen, wie ich dorthin komme? Nun, ich hoffe, du weißt, was du da sagst. Was willst du in den Ruinen? Ich suche ein mächtiges Artefakt, das dort zu finden ist. Und wozu suchst du es? Ich benötige es gegen einen mächtigen Magier, der Belia dient. Hm. Ich spüre, dass ich dir helfen muss. Mhm. Gut, dann sage mir, wie ich nach Isagrad gelange. Ich könnte dir zwar jetzt den gewöhnlichen Weg nennen, aber das wäre dein sicherer Tod, da sich vor den Ruinen ein Lager der Berserker befindet. Habe ich schon welche umgebracht. Wer sind die Berserker? Die Berserker sind eine Gemeinschaft fanatischer Orks, die ihr Leben Belia geweiht haben. Sie verfügen über so unglaubliche Kräfte, dass selbst wir Nordmarer ihnen aus dem Weg gehen. Hätte Belia mal mehr von denen losgeschickt, dann wäre der Held wahrscheinlich nimmer alive. In unser Gebiet aufbrechen und ihre Mission darin sehen, die Ruinen von Isagrad zu hüten, obwohl die Ruinen auch ohne sie ausreichend geschützt wären. Es gibt also noch andere Wesen, die Isagrad schützen? Die gibt es. Kreaturen der Unterwelt sind dort zu finden. Und natürlich der Wächter von Isagrad.
Der Wächter von Isagrad? Wer ist das? Ein Wesen von großer Macht. Ja, ja. Kein Mensch vermochte es bisher zu bezwingen. Daher wird es sehr schwierig werden, Isagrad zu betreten. Was ist das für ein Wesen? Ein Troll? Ein Dämon? Ein Drache? Na, das ist ja Goblin. Nichts von alledem. So ein Wesen hat ein Mensch auf dieser Welt wohl noch nie gesehen. Oh, da bin ich gespannt. Diese Gefahren kümmern mich nicht. Ich muss trotzdem nach Isagrad. Dann bist du sehr mutig. Ich wäre bereit, dich nach Isagrad zu bringen. Nee, lass es. Ich kenne dort einen Geheimgang, sodass du ungesehen an dem Lager der Berserker vorbeikommst. Da ich aber der Anführer dieses Jagdlagers bin, bin ich verantwortlich dafür, dass unsere Jagd erfolgreich ist. Du musst also so lange warten, bis unsere Jagd zu Ende ist. Kann ich euch helfen? Warum nicht? Wenn du uns hilfst, werden wir schneller fertig sein. Sprich mit unseren Jägern und frage, ob du sie unterstützen kannst. Wahrscheinlich wäre es schlauer, ich gehe jetzt einfach alleine und suche den Weg, weil du, mein Freund, wirst wahrscheinlich nicht über die Brücke kommen. Die Brücke da unten, die ist euer aller Ende. Ingolf hat es mir bewiesen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Naja, mal gucken, was die ganzen Leute brauchen. Kann ich dir helfen? Nun, wenn du mich so fragst, ja. Alleine schaffe ich das sowieso nicht. Wir werden in den letzten Tagen von einer Bande von Goblins verfolgt. Diese Biester werden wir einfach nicht mehr los. Ganz schön lästig, was? Du sagst es. Wenn du mir wirklich helfen willst, dann kümmere dich um sie. Ich würde dir dafür auch 2 Erzbrocken was, geben. Was? 2 Erzbrocken? Ich kümmere mich um sie. Digga, gerne. Die packe ich dann zu den anderen 7000. Ja, alles okay, wirklich. Mit den Frauen muss ich wahrscheinlich nicht reden. Ne? Brauchst du Hilfe? Du meinst bei der Jagd? Ja, Hilfe könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Ansgar gab mir den Auftrag, die tollwütigen Ripper zu erledigen, die sich in der Nähe unseres Lagers befinden. Tollwütige Ripper? Ja, irgendwas muss die Tiere verrückt gemacht haben. Aber was das ist, kann ich dir nicht sagen. Die Brücke. Ich soll also die tollwütigen Ripper töten? Ja, und wenn du schon mal dabei bist, dann nimm ihnen auch noch ihre Felle. Ja, ich brauche nämlich für unseren Händler im Lager noch 20 Ripper-Felle. Für diese würde ich dir auch 3 Erzbrocken geben. Kann ich das geben. Schon abgeben, ohne dass ich die Ripper töten muss? Aber wenn ich denn so viele tollwütige Ripper finden? Ich habe sie nicht gezählt, aber falls es weniger sein sollten, solltest du die Augen nach anderen Rippern offen halten. Nee, kann ich nicht. Okay.